Liebe Freunde, ich grüße euch, Alex hier. Heute eine Videonachricht mit Erklärungen, mit kleiner Ausbildung und auch Informationen werden hier drin sein. Ich möchte euch erklären, was gerade passiert, was die Zukunft ist, warum bei uns alles mega cool ist und warum wir die größten Potenziale jetzt ausschöpfen, was heißt ausschöpfen, aufbauen, damit wir richtig mega erfolgreich werden. Okay, die Sache ist die, unsere Community, das habe ich schon verstanden, sie möchte von Punkt A nach Punkt B ja, irgendwie ganz schnell ankommen. Am besten geradeaus. Ja, am besten gleich geradeaus eine Luftlinie nehmen und sofort das Ziel erreichen. Und am besten, auch wenn es um unseren Coin geht, binnen eines Jahres. Ein Jahr ist doch lang genug. Ja, die Leute können nicht warten, sie können nicht, sie können nicht planen, also viele Leute können nicht warten, können nicht planen, sind permanent in irgendeiner Bedränglichkeit, haben ihre Bedürfnisse, die wirklich eng sie in Angriff nehmen und so weiter. Ja? Also das ist die normale Denkweise, also die normale Denkweise bei unseren Nutzern. Bei vielen von denen, ja, bei den meisten. Wir sind aber jetzt in zwei Bereichen. Ein Bereich ist Business und der andere ist Coin. Und diese zwei Bereiche muss man unterscheiden. Man muss sie separieren. Warum? In diesem Bereich, beim Coin, ist die Community die meiste Zeit negativ, schlecht gelaunt, unglücklich und schimpfend, beschwerend und so weiter. Warum? Es geht um Geld. Fakt ist, dass 59% der Nutzer, egal bei welcher Kryptowährung ihr nachschaut, Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, egal welche Kryptowährung ihr nehmt, auch Tron, ja, Tron ist auch noch eine Geschichte, 5% sind im Plus, plus minus null oder sicher im Plus und andere sind richtig im Minus. Diese 95%. Deswegen sind diese 95% sind negativ und diese 5% sind positiv, aber sind viel zu wenige, um wirklich den Markt zu bestimmen. Woher nehmen diese 5% ihr Geld? Warum sind sie im Plus? Woher kommt das Geld? Die Sache ist die, das Geld wird nicht gedruckt, es wird nur umverteilt. Es ist Kryptomarkt. Es wird einfach umverteilt. Die wenigen bekommen das Geld von vielen. Indem 95% Geld verliert, wird ihr Einkommen und ihre Gewinne zu 5% abwandern und dann sind sie im Plus und sind happy und die meisten sind im Minus und sind einfach unhappy. Warum passiert das? Ganz einfach, diese Leute, die Profis, diese 5% sind absolute Profis. Warum sind sie Profis? Weil sie eine Strategie haben. Und die Strategie sagt, ey, es gibt einen Zyklus von 3 bis 4 Jahren, wo Krypto einfach runtergeht und plus minus stabil bleibt. Und dann gibt es einen Zeitpunkt von wenigen Monaten, wo Krypto richtig nach oben geht. Hier musst du deinen Profit absichern und dann geht Krypto weiter für weitere 3 bis 4 Jahre nach unten. Lass uns den Bitcoin-Fall betrachten. Bitcoin ist jetzt 14 Jahre alt und hat 14 Jahre gebraucht, um den Punkt 60.000 zu knacken. Wie lange war er auf diesem Punkt? Monat? Und das ist der große Unterschied. Das heißt, Leute haben 14 Jahre gewartet, viele, also bis zu 14 natürlich, also nicht so lange. Viele sind vorher schon ausgestiegen, wusste ja niemand, wohin die Reise geht, um zu 60 Mal zu verkaufen. Riesige Gewinne abgeräumt. Und jetzt ist Bitcoin wieder bei Richtung 20 und so weiter, verschiedene Vorhersagen. Und Kryptowinter wird uns prophezeit und so weiter. Das heißt, auf 3, 4, 5 Jahre stellen sich gerade ein, dass das alles unten bleibt. Warum ist das so? Der Grund ist diese 5%. Wie können Sie von den Menschen, von diesen 95% das Geld übernehmen? Wie? Die halten doch fest mit beiden Händen, die sind auch nicht blöd. Die wollen ja auch nicht verlieren. Sie halten das Geld. Wie wandert das Geld ab? Durch diese Steigerung, durch diese 3 bis 4 Jahre. Das heißt, diese 95% werden richtig weich gekloppt.
die werden geklopft, die werden weich geklopft durch diese 5%, indem die einfach in der Negativität leben. Deswegen umarmt die Negativität diesen Markt. Die werden zusammengedroschen, damit sie ihre Coins abverkaufen, damit sie in Verlust aussteigen, damit sie mit Verlust aus diesem Markt rausgehen. Leider wird so gespielt in dem Kryptomarkt, nichts anderes ist auch im Aktienmarkt und so weiter. Aber hier ist es ein bisschen viel krasser und so weiter. Hier Leute verkaufen und diese 5% kaufen günstig auf und gehen wieder in diese 3 bis 4 Jahre Periode rein. Und das gehört zum Spiel. Leute, die sich mit Krypto beschäftigen und die wegen Krypto und wegen Coin hier sind, die müssen diese Regeln kennen. Deswegen sage ich, hey, das sind unsere goldenen Regeln. Ja? Also das sind unsere goldenen Regeln und da kannst du auch auf Bitcoin das anwenden. Eigentlich sind Millionen Strategie, die einfach kostenfrei mitgegeben wird. So. Das Coole ist hier beim Business, sind alle happy, weil 100% der Menschen, die bei uns Business machen, Geld verdienen. Natürlich, wenn sie fleißig sind, wenn sie nichts tun, verdienen sie auch nichts. Aber wenn sie fleißig sind, fokussiert sind, wenn sie wirklich motiviert sind und feuer sind und das Geld auch brauchen und wollen, es gibt nichts, dass irgendeiner Business macht und Geld verliert. Gibt es nicht. Man kann nur gewinnen, man kann nur verdienen. In Form von Kommissionen, Rangbonussen, Infinity-Bonussen und so weiter. So viele Tools, die wir haben. Hier kann man Geld verdienen. Hier ist eine Wand. Ja? Hier ist eine Trennung. Die Entwicklung des Businesses und des Coins, die ist keine gerade Linie. Die ist einfach keine gerade Linie. Das ist eine Spirale. Die Menschen denken, ey, warum ist diese, das ist doch einfach, von 1.000 auf 100.000 Preis zu steigern. Das ist doch einfach. Ey, Alex, komm, mach doch was, damit der Preis jetzt nächste Woche 10.000 ist oder 20. Lass ein bisschen was drehen und so weiter. Ich sage, hey, wir haben hier über 1 Million aktive Community. Wir haben 600.000 Coins da draußen. Wir haben eine Kapitalisierung, ja, fast 1 Milliarde. Wie soll was jetzt gedreht werden? Geht nicht. Geht einfach nicht. Unser Business hier zum Beispiel, hier wird der Mensch registriert, hier hat er die erste Provision bekommen, hier hat er den ersten Rang, hier ist der Ruby, hier ist der Emerald, hier ist ein Diamond, dann hat er wahrscheinlich Black gemacht, dann geht er Richtung Platin, hier besucht er Events, hier macht er Seminare, Webinare, Starter-Trainings, Leader-Calls, Motivationstraining, bla bla bla, er macht das alles. Das ist die Spirale für Business. Und das Beste ist, Coin hat eigene Spirale. Und diese Spirale hat mit dem Business, mit der Business-Spirale nichts zu tun. Hier wird der Coin eingetragen, hier entsteht die Blockchain, die erste Listung, dann beim CoinMarketCap, Apple Store, Google Play Market, dann haben wir erste mittlere Börse, eine kleine Börse, mittlere Börse, große Börse, dann haben wir Top 10 Börsen, dann haben wir CoinMarketCap Verifikation, dann ist Binance und dann ist die Top 100. Oder dann Top 10 und so weiter. Ja, das heißt, und irgendwann Top 3 und so weiter. Das heißt, hier sind die Produkte, hier haben wir unsere Exchange, hier haben wir, weiß ich nicht, unsere Travel-Plattform, unsere Karten und, und. Das heißt, der Coin läuft eigene Spirale weiter. Die haben miteinander nichts zu tun. Und jetzt ist das große Problem. Die Leute von Business schauen immer auf den Coin, jeden Tag. Sie beschäftigen sich mit dieser Seite des Geschehens. Und nochmal, entweder machst du Business oder du machst Coin. Es gibt Leute, die beides machen, aber irgendwo muss man sich dann fokussieren. Und Vorteil hier, dass man bei Business immer positiv ist. Immer. Weil es gibt ein Sprichwort, ist die Stimmung gut, Umsatz gut. Ist der Umsatz gut, Stimmung gut. Und genau das funktioniert für unsere Business-Seite. Und das ist auch notwendig. Die Menschen denken, ja, die Kunden von hier denken, ha, diese Leute, die Business machen, das sind die Bösen. Nein, 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 nein. Das sind die, die den Kurs runter machen. Nein, 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 machen sie nicht. Zumindest die meisten nicht. Und die, die den Kurs runter machen, sind von dieser Seite, sind die, die zu dieser Seite wechseln.
und plötzlich auf ihren Farmen anfangen, sich auszuruhen und sagen, wozu brauche ich mein Business, ich kann doch von der Farm leben und so weiter, die plötzlich irgendwelche Immobilien aufnehmen, Kredite aufnehmen, sich irgendwas verwickeln und plötzlich müssen sie von der Farm was abverkaufen und so weiter. Lange Geschichte, ja, das bedeutet, wenn die Leute von Business in diese Seite, in die rechte Seite schauen, zu dem Coin, wo Negativität einfach normal ist, es ist normal. Warum? Weil diese 5% mit aller Kraft diese 95 rausschlagen wollen und Negativität ist einfach da, weil der Kurs, wenn der Kurs nicht wächst, dann fällt er, das ist das Gesetz. Wenn der Kurs nicht wächst, dann fällt er automatisch wegen Market Maker, wegen Exchanges, wegen Trader und so weiter. Und nur neue Community und nur Zukäufe bringen den Kurs nach oben. Anders, nichts mehr wurde bis jetzt erfunden. So, und ich sage nur eins, wir sind jetzt, der Coin ist ein Jahr alt. Was wollen wir von ihm? Was erwarten wir von ihm? Er soll jetzt als Superman geboren werden. Auch Superman hatte Kindheit. Auch Superman war irgendwann klein, auch wenn es eine erfundene Geschichte ist. Aber jeder hat seine Kindheit. Und wir haben noch einen sehr jungen Coin, sehr volatilen Coin, aber sehr potenzialreichen Coin. Vergleich doch unseren POCU mit Bitcoin, Ethereum und so weiter, wo die ein Jahr alt waren. Und dann werdet ihr sehr, sehr große Überraschung erleben. So, ich sage einfach, lass den Coin einfach seinen Weg gehen. Der macht es. Wir können es sowieso nicht beeinflussen. Wir können auf den Coin nicht wirklich einen Einfluss nehmen, weil er einfach diese Verifikation bei CoinMarketCap braucht. Weil er diese Top 10 Exchange einfach braucht. Wir brauchen große institutionelle auch Investoren. Wir brauchen eine große Infrastruktur um den Coin. Wir brauchen unsere Karten, wir brauchen unsere Cash-Programme, eigene Exchanges und so weiter. Wir brauchen dieses Konstrukt an Projekten. Das lässt sich nicht vermeiden. Das gehört auch zu der Entwicklung. Es ist nicht so, dass wir einfach von abends bis morgens oder von morgens bis abends irgendwie Fußball spielen alle, sondern wir arbeiten wie verrückt und ackern uns hier ab. Und ich bin positiv immer, weil ich diese Entwicklung verstehe. Es lässt sich anders nicht vermeiden. Es gibt keine geraden Wege, auch wenn man es gern hätte und wünscht. Aber niemand kann zaubern, ich auch nicht. So, hier Business. Zu Business, hier ist auch so eine Sache, weil der Business immer hierher schaut. Und warum ist Business auch wichtig? Weil diese Leute, diese positiven Leute, einfach diese hier negativen anstecken müssen mit ihrer Positivität, einfach mit ihrer Energie, mit dieser On Fire, oh, mit Motivation und so weiter. Das ist ihre Aufgabe. Warum machen sie das? Nicht, weil sie böse sind, sondern sie versuchen diese Leute davon abzuhalten, diese Fehler hier zu machen, indem sie sagen, hey, solange du die Coins noch hältst, bist du nicht im Minus. Du musst einfach abwarten, diesen Punkt, wo du sehr profitabel aussteigen kannst. Du bist hierher nicht gekommen, um 100 Euro irgendwie Profit zu machen, sondern um richtig Profit zu machen, um richtig die Chance zu nutzen und nicht nur sagen, hey, ich bin hier, es ist keine Rente. Es ist kein Gehalt. Es ist die Möglichkeit, richtig, richtig Assets aufzubauen und mal richtig zu profitieren im Leben. Und zumindest für die meisten. Aber hier musst du einfach aufpassen, damit du diese Fehler nicht machst, weil ich werde auch sehr oft angeschrieben und angerufen, Alex, wie mache ich meinen Profit? Ich habe bei 95 oder nee, bei 50 bin ich eingestiegen, bei 5 bin ich ausgestiegen. Ich sage, warum machst du das? Er sagt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, mir ist irgendwie danach gewesen. Ich kann der beste Alex sein aller Zeiten, aber ich kann niemandem den Weg zeigen, wie er einen Profit machen kann, wenn er bei 95 gekauft oder bei 50 gekauft hat und bei 5 ausgestiegen ist. Also auch mein Taschenrechner hat dieselben Knöpfe. Geht nicht. Und Business ist hier, der schaut hier rein, steckt sich aber an von Negativität, anstatt Negativität zu bekämpfen. Diese Seite, unsere Aufgabe hier, gegen Negativität anzukommen. Gegen Negativität anzukommen, ist die Aufgabe von unserem Business Network hier.
Und die Leute sagen, naja, aber die verknüpfen einfach hier zum Beispiel, die verknüpfen immer und sagen, hey, wenn wir bei CoinMarketCap verifiziert sind, dann werde ich Diamond sein. Hey, wenn wir bei Binance sind, dann starte ich wirklich durch. Ja? Also immer wenn. Aber auch wenn wir bei Binance sind, werden viele nicht starten, wenn auch einfach weitere Gründe suchen, warum es nicht funktioniert, anstatt Wege zu finden, wie es funktionieren kann. Und die Leute hier, die Business mit mir machen, die sagen, Alex, wir brauchen hier den Preis 20, am besten 40.000. Ja, wir sind jetzt knapp bei 1.000, wir brauchen aber 20.000, 40.000, da können wir besser verkaufen. Natürlich könnt ihr das besser verkaufen, weil ihr nicht verkaufen braucht. Die Leute rennen euch durch die Türen ein. Ihr müsst nur die Anrufe beantworten, weil das ist genau wie hier. Wenn der Preis steigt, verlieren alle Leute alle Hemmungen und rennen wie verrückt auf den steigenden Preis. Genau das Gleiche wie mit Bitcoin jetzt passiert. Schaut, der Preis 2021, schaut doch bei Google Trends nach Bitcoin. Ihr werdet sehen, kein Mensch will Bitcoin kaufen zu diesem Preis. Aber wenn er wieder bei 50 ist, werden alle einsteigen, alle werden draufspringen. Und das ist leider diese Eigenart, was zu diesem Geschäftsmodell gehört. Und wir müssen das ausbilden, wir müssen uns das beibringen. Das ist nicht automatisch in unserem Kopf, das ist in der Psychologie drin und das spielt gegen uns. Damit dieser Markt spielt gegen uns. Dieser Markt spielt für uns. Wir müssen das clever verbinden, damit wir von hier Positivität hier anpflanzen. Und ich sage euch einfach, dass jeder, der hier Business macht, wenn der Kunde bei 1.000 Euro einsteigt, er ist auf jeden Fall viel besser und sicherer dran, als wenn er bei 40 oder 50 oder 60 oder 80 einsteigt. Natürlich ist da weniger dran, aber viel mehr Profitmöglichkeit. Wir haben das ja schon mit euch durch. Es gibt, wir haben ja genug Leute, die bei 1.000, 3.000, 5.000 am Anfang eingestiegen sind. Die sind mega glücklich, happy und sind mit allem zufrieden. Wir haben aber viele Leute, die 40, 50, 60, 80 und so weiter eingestiegen sind. Und einfach, ja, die sind einfach naja, weniger happy. Warum denn? Weil nach diesem Preis immer Korrektur kommt. Immer. Genau das Gleiche wie die Leute. Was glaubt ihr, warum konnten bei Bitcoin bei 60.000 Leute verkaufen? Weil Leute bei 60.000 wie verrückt gekauft haben, bis die Kaufkraft sich erschöpft hat. Das heißt, hier haben die Leute auch wie verrückt gekauft. Und bei 50 und bei 80, das war in die Hölle los. Aber die Korrektur gleich danach. Und deswegen sage ich, es ist viel sicherer und viel einfacher, Business aufzubauen, indem die Kunden hier bei 1.000 wirklich sich das genau überlegen, wirklich sich das ausrechnen, wirklich eine fundierte Entscheidung treffen und nicht nur auf die Energie des wachsenden Coins draufspringen, ohne zu wissen, wohin sie überhaupt gekommen sind, was sie gerade jetzt tun müssen und was soll das Ganze. Ja? Also nochmal, hier ist die Entscheidung einfach viel fundierter. Und ich habe euch jetzt die Märkte auseinandergenommen, jetzt ein bisschen und zerlegt. Aber die Sache ist die, ja, also man sagt mir immer, Alex, es ist ziemlich einfach zu sagen, hier positiv, hier negativ und Stimmung gut. Umsatz gut, Stimmung gut, aber worauf basiert das? Wie kannst du es beweisen eigentlich? Und ich sage euch, es basiert alles auf unserer Physiologie, auf unseren physikalischen Gesetzen, auf unserer Natur. Weil schaut mal, lass uns ein kleines Experiment machen. Das bin ich, der Rote, ja, mit Feuer. Und das seid ihr, der Schwarze. Und ja, hier ist Feuer, da ist Feuer. So. Wir sind beide on fire. Ihr seid on fire, ich bin on fire. Beide, wir haben die Flamme da. So, jetzt passiert Folgendes. Ihr wollt Business machen oder irgendwas, ja, oder bei uns mitmachen. Und ihr sagt, naja, aber da draußen habe ich was Negatives im Internet gesehen. Bisschen Negativität, ja? Das ist Negativität. Wasser. So, ich habe hier ein bisschen was gelesen. Ein Kommentar irgendwo,
bei CoinMarketCap. Ich habe was von Freund was gehört. Ja, die Leute erzählen, oh, ich habe schon tausend andere Erfahrungen gemacht, bla bla bla. Aber das ist noch zu uns. Aber parallel schaut euch auch Neuigkeiten und YouTube und. Und jetzt was passiert? Ihr mit eurer Flamme werdet in die Negativität einfach zack eingetaucht. Ja, also so richtig. Einmal rein. Und wo ist die Flamme hin? Die ist nicht da. Das heißt, ihr könnt versuchen, aber es ist nicht da. Und wenn ich da bin, zum Beispiel, merkt ihr, oh, die Flamme ist doch zurück. Und Fakt ist, die ganze Energie, die ganzen Ressourcen, es bleibt alles in euch. Ihr habt alle Potenziale dieser Welt, aber die Flamme ist nicht da. Bis einer kommt wie ich oder jemand mit guter Laune und sagt, hey, was ist los mit dir? Wach doch auf, wo ist deine Flamme? Aber wenn diese Person weg ist und ihr seid wieder allein und irgendwie erlischt eure Flamme, ist vorbei. Von alleine kommt ihr nicht weiter. Und genau das Gleiche passiert hier. Den Leuten wird die Flamme einfach ausgelöscht. Aber ihr fragt mich, was mache ich denn jetzt? Ganz einfach, ihr müsst Positivität wieder tanken, Motivation tanken, Verständnis tanken, wie die ganzen Sachen funktionieren. Ihr müsst euch ausbilden, ihr müsst einfach anfangen, diese Spirale zu folgen und nicht nur denken, oh, ist alles verloren und so weiter. Wir werden nirgendwo hingehen. Wir sind gekommen zu bleiben. Wir laufen einfach diese Spirale auch hinterher. Wir sind auch in einem, sagen wir so, in so einem Raum, wo wir uns anpassen müssen. Wir müssen uns mit CoinMarketCap verständigen, müssen uns mit Börsen verständigen, müssen Geld aufbringen, Ressourcen aufbringen, brauchen Zeit, wir müssen Produkte entwickeln, müssen Community aufbauen, Community bei Laune halten, Community überzeugen, regulatorische Vorgaben einhalten, arbeiten, ohne Ende arbeiten und auch noch tausende Fragen zu beantworten. Und wichtig ist, dass ihr anfangt, einfach eure Flamme ein bisschen zu durchwärmen. Einfach zu durchwärmen. Ja? Also, weil die Flamme ist nicht da. Nur hier ist die Flamme. Da kommt ihr zum Alex-Seminars, Webinars, mal Event besuchen, mal meine Nachricht abhören, dieses Video sich anschauen und einfach mal euch damit mal einen Gedanken zulassen, dass alles, was der Alex hier erzählt, wirklich wahr ist. Ja? Die Flamme, die ist ja sowieso nicht da. Eure Flamme ist erloschen, zu viel Negativität. Ihr seid in zu viel Negativität eingetaucht. Aber auch wenn die, nochmal, wenn die Flamme nicht da ist, bedeutet nicht, dass ihr kein Feuer habt. Ihr habt alles drin. Ihr braucht nur eure Flamme zurück. Deswegen müsst ihr euch wärmen. Ihr müsst alles tun. Und schaut mal, Feuerzeug ist schwarz. Das heißt, ihr braucht Fokus. Ihr müsst arbeiten. Ihr müsst wirklich, es ist eine Schweißarbeit. Ja? Und die Hände, die sind auch mal schmutzig. Man muss sich auch mal aus der Komfortzone bewegen, um wirklich die Flamme mal endlich durchzuwärmen, so richtig. Nee, ja? Und es braucht auch Zeit. Es braucht auch Zeit. Es passiert nicht auf einmal. Es ist nicht nur eine Nachricht. Es ist nicht nur ein Webinar. Es ist viel mehr. Und es wird schwärzer und schwärzer, weil das Arbeit bedeutet. Oh, die ersten, wow. Schaut mal, die ersten, ja, die ersten, oh, das ist heiß. Ah, ja. Oh, die ersten, sag mal, Glitzer, ja, die ersten, schauen wir mal, come on. Ich weiß, dass du das auch willst. Komm, hast du die Nachricht von Alex gehört? Ja, der Alex hat dir gesagt, alles wird gut, alles wird wunderbar. Der Coin wird steigen und die Flamme ist zurück. Meine Flamme ist da und eure Flamme ist da. Ihr könnt natürlich faul sein und von mir euch anstecken lassen mit der Flamme, aber auch wenn ich weg bin und die Flamme mal weg, ihr könnt das locker anschmeißen und ihr könnt alle anderen durchwärmen. Und das ist, was wir hier machen. Wir wärmen die andere Seite der Community mit Positivität.
alle, deren Flammen sind alle erloschen durch negatives Denken, durch irgendwelche Kommentare, durch irgendwelche Messages da draußen. Nochmal, alles da draußen, was auf uns zuläuft, sind unsere Wettbewerber. Was erwartet ihr von denen, dass die gnädig zu uns sind, dass sie sagen, oh, unsere Projekte sind alle nicht gut, aber POCU ist der beste Projekt ever. Das erwartet ihr von den Leuten, die uns das nicht gönnen. Die gönnen uns nicht. Wir haben 3, 4, 5, 10 Hater und die gönnen uns nicht, weil sie teilweise auch Geld dafür bekommen. Aber eure Flamme ist zurück. Schaut mal. Ihr seid auf der richtigen Seite angekommen. Aber wenn eure Flamme ist zurück, wisst ihr, was dir das passiert ist? Ihr seid auch hier. Ihr seid nicht mehr hier. Ihr seid hier bei den 5%, die Gewinner sind. Jetzt habt ihr keine Angst mehr, jetzt habt ihr kein Misstrauen, Panikverkäufe sind bei euch ausgeschlossen, ihr seid auf dem richtigen Farm, weil ihr hier seid, auf der Sonnenseite des Lebens. So, und was passiert, wenn ihr mal schwach werdet? Was passiert? Einmal rein, kurz, Millisekunde, eine Berührung. Wollen wir mal versuchen? Okay. Ich mache ganz schnell, ganz schnell. 1, 2, ganz schnell. Und? Wo ist die Flamme wieder hin? Obwohl die Energie, die ist da. Ihr könnt brennen. Ihr habt die gleichen Ressourcen, ihr habt die gleiche Stärke, aber die Flamme ist nicht da. Okay. Und dann sagt ihr, okay, aber Alex, wenn man dich mit Wasser begießt, wenn man dich mit Negativität begießt, ja, du hast ja auch so ein Glas, ja, man schmeißt dich da rein und schüttet dich mit Wasser, so richtig mit Wasser, du wirst ja auch nass, dann ist deine Flamme ist auch weg. Ich sage, klar, ich habe auch ein Glas und meine Flamme kann auch weggehen, aber der Unterschied ist, ich lasse mein Glas nicht so stehen. Ich drehe den Glas um und ich habe eine sehr dicke Schutzhülle hier. Und da könnt ihr sagen, oh, der Kurs, oh, die Hater, oh, die Kommentare. Mein Gott, ihr könnt auf mich das ganze Wasser draufschütten, was ihr wollt. 10 Flaschen. Aber mein Feuer kriegt ihr nicht. Niemand kriegt mein Feuer. Weil ich einfach, ich beschütze das. Und genau das Gleiche müsst ihr das auch machen. Negativen Menschen fernhalten. Oder mit positiver Energie überblenden. Es gibt Leute, die sich nicht überblenden lassen. Nochmal, es ist normal für diese Seite. Und dann habt ihr euren Feuer zum zweiten Mal verloren. Was musst ihr machen? Das Gleiche wieder an die Leute mit Feuer zu kommen und sagen, hey, komm, ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich habe auf die falschen Leute gehört. Ich habe gesehen, der Coin und unsterblich. Er war schon mal bei 1000. Er wird auch bei, und dann wieder zu 3000 und höher gekommen. Und ich weiß, wie der Kryptomarkt funktioniert. Ich weiß, wohin die Firma geht. Ich weiß, was die planen. Ich weiß, welche Produkte sie entwickeln und so weiter. Hier ist die Morgen-Message. Ich gehe sowieso, ich höre mir immer alle Messages von Alex an. Ich gehe zu allen seinen Webinaren. Ich bin auch auf den Trainings dabei und bei den Events bin ich 100% immer dabei. Und zwar so lange, ihr müsst euch so lange durchwärmen, bis die ersten Signale kommen, dass euer Feuer langsam aber sicher wird. Ja, und das wird noch dreckiger, schaut mal. Und die Finger sind noch dreckiger, das bedeutet, ihr müsst noch mehr Arbeit machen. Wenn ihr das zulasst, dass euer Feuer ausgeht, ihr müsst einfach nochmal ran, aber richtig ran. Und zwar so lange, oh, die ersten kommen schon raus. Und zwar so lange, bis ihr Feuer fangt. Kommt, kommt, kommt. Es ist schon fast. Es ist schon fast soweit. Ein bisschen noch. Kommt, kommt, kommt. Ein bisschen noch positive Energie von Alex und anderen. Und dann
sollte das. Seht ihr? Energie ist tödlich. Energie ist schädlich. Bis zu einem Punkt, wo Negativität euch verlässt. Und dann scheinen wir zusammen. Und auch wenn ich nicht da bin, wenn ich jetzt mal drei Tage krank bin, ihr seid da und ihr könnt alle anderen erwärmen. Und euer Feuer kommt, wann ihr wollt. Es ist immer da. Also lasst euer Feuer nicht erlöschen, weil Motivation ist alles. Ist die Stimmung gut? Umsatz gut. Ist der Umsatz gut? Stimmung gut. Wir haben eine lange, lange Reise von uns. Und die Positiven müssen Negativen durchwärmen. Das ist unsere Arbeit und dafür bekommt man Geld. Das ist Business, dass man einfach sein Feuer teilt. Und das ist eigentlich alles, was man da braucht. Nur Motivation, natürlich Wissen, natürlich auch muss man die Spirale durchlaufen, man muss trainieren und so weiter. Ja, ihr habt ja gesehen, das ist ja nicht einfach so 1, 2, 3 Feuer frei. Nein, nein, nein. Ja? Und das Gute ist, wenn hier mal Feuer ausgeht, kann man das auch zurückmachen. Ja? Also man kann in beide Richtungen. Das heißt, wenn mal ich mein Feuer verliere, ihr seid da, um mich wieder anzuzünden. Und das ist das unglaublichste Geschäft der Welt. Deswegen, liebe Freunde, lasst uns richtig rocken. Wir haben alles richtig gemacht bis jetzt und wir sind die Einzigen, die so lange nicht nur durchgehalten haben, sondern solche Ergebnisse zeigen. Und ich sage euch, lasst euer Feuer nicht ausgehen. Lasst uns richtig rocken. Ciao, ciao.